Russland hat nach eigenen Angaben am Stadtrand von Kiew Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge zerstört. Diese seien von europäischen Ländern an die Ukraine geliefert worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Am frühen Morgen gab es unterdessen mehrere Raketeneinschläge in Kiew. Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Vitali Klitschko berichtet über mehrere Explosionen in zwei Stadtteilen. Lea Freist berichtet. Dichte Rauchsäulen steigen auf. Russland hat am frühen Morgen Kiew angegriffen. Mindestens 5 Explosionen sollen die ukrainische Hauptstadt erschüttert haben. Größere Angriffe auf Kiew gab es seit Wochen nicht mehr, da die russische Armee sich auf den Süden und Osten konzentriert hat. Dort in Charkiw gehen die Kämpfe weiter. Unvermindert heftig auch die Gefechte in Severodonetsk. Sloviansk bereitet sich auf einen Großangriff vor. Laut ukrainischen Angaben hat das russische Militär mehrere tausend Soldaten zusammengezogen. Die letzten verbliebenen Bewohner fliehen aus der Schlüsselstadt im Donbass. Es ist Horror, absoluter Horror, berichtet diese alte Frau. Der Schmerz ist so groß, dass er mich zum Weinen bringt. Der ukrainische Widerstand ist ungebrochen. Doch in Severodonetsk gerät er an seine Grenzen. Der Bürgermeister der Stadt sagt im staatlichen Fernsehen, das Militär tue alles, was es kann, um den Feind aus der Stadt zu vertreiben. Doch es gebe einen Mangel an Lebensmitteln, Treibstoff und Medikamenten. Präsident Selenskyj wirft in seiner nächtlichen Videobotschaft Russland die systematische Zerstörung von Kulturdenkmälern und Kirchen vor. Etwa auch diese große Holzkirche. Nichts stoppt die russische Armee. Sie ist bereit, alles niederzubrennen. Während des Krieges sind bereits 113 Kirchen durch russischen Beschuss zerstört oder beschädigt worden. Darunter auch alte Kirchen, die den Zweiten Weltkrieg überlebt haben, aber der russischen Besatzung nicht standhalten konnten. In der Ukraine soll auch der erste deutsche Kämpfer, hier links im Bild, getötet worden sein. Wann, wo und unter welchen Umständen ist unklar. Moskau hatte angekündigt, gezielt Söldner anzugreifen. Unser Reporter Max Hermes ist natürlich weiterhin vor Ort für uns in Kiew. Max, Russland, heißt es, hat am Morgen Kiew angegriffen. Was hast du denn ganz konkret davon mitbekommen? Ja, es war so, dass es hier wieder in der Nacht Sirenenalarm gegeben hat. Das ist dabei erstmal nichts Ungewöhnliches. Das gibt es hier in Kiew nahezu täglich und nahezu täglich bleibt das auch ohne Auswirkungen. Heute war das dann allerdings anders. Ich bin circa gegen 7 Uhr nach draußen gegangen, bin da joggen gegangen und habe da schon gesehen, diese riesige Rauchsäule, die sich da in einem Park erstreckt hat. Und unmittelbar danach habe ich auch dann diesen Tweet gelesen von Vitali Klitschko, der eben von Explosionen oder Einschlägen an zwei Standorten berichtet hat. Wir sind dann, mein Kameramann und ich, auch zu einem dieser Orte hingefahren und waren dann da an einem Fabrikgelände. Und dieses Fabrikgelände dort, ein altes sowjetisches Gelände. Und man kann durchaus annehmen, dass dort Panzer oder militärisches Fahrzeug gewartet wird. Das ist eine alte, verlassene Halle, wo es durchaus diese logistischen Möglichkeiten gegeben hätte. Was wir dann vor Ort gesehen haben, waren noch Feuerwehrmänner, Militärs, die dort mit den Löscharbeiten gerade noch beschäftigt waren. Es sah jetzt nicht so danach aus, dass dort viele Menschen unbedingt jetzt im Umkreis waren, aber man kann sich eben durchaus vorstellen, dass da dann ja ein Werksmitarbeiter möglicherweise eben verletzt wurde. Das ist ja auch der Bericht, den wir bislang bekommen haben. Alles Weitere wird jetzt eben noch analysiert. Und ja, was wir über Kiew sagen können, ist, dass hier in der Stadt mittlerweile das Leben zurückgekehrt ist nach den vielen Wochen, wo sich viele Einwohner zurückgezogen haben. Die strömen jetzt gerade wieder nach Kiew zurück. Die erleben hier einen Sommer momentan. Gestern Abend beispielsweise viele Bars, viele Restaurants wieder geöffnet und man hat sich hier in Sicherheit gewogen. Aber diese Einschläge haben eben doch auch gezeigt, auch die Hauptstadt, auch Kiew ist momentan verwundbar. Max, danke dir für all diese Informationen nach Kiew.